Yoshi! Yoshi! Okay! Ist das Mikrofon überhaupt an? Bist du sicher? Leonard, ist es an? Sorry, ja, ne? Beide an, ne? Sind beide an? Ja, ich denke schon. Denk mal auf. Okay, es geht los. Ja, komm, am besten noch. Schon direkt. Oh, dann kannst du das runterregeln. Aber komplett, vielleicht? Na, ist so. Ist so. Hi, ololo. So, ich glaube, oben bin ich, glaube ich, gewesen. Okay, Yoshi gegen DDD. Interessantes Matchup auf jeden Fall. Bist du denn fertig hier? Was denn? Ich habe keine Ahnung, ob ich auch dabei bin. Oh, das war auch der erste Stock von Cobra. Was ja, ja, ja. Aber ich bin, glaube ich, nicht dabei. Oh, ne, bin ich dabei. Na, ich kann ihn jetzt auch nicht nerven. Warum singst du denn Scheiß, Alter? Okay, Yoshi gegen DDD. Hoffen wir einfach, dass mein Mic auch funktioniert. Leonardo DiCaprio führt gerade. Daniel nutzt seine neu erworbene DDD-Inhale-Technik auf jeden Fall ganz, ganz gerne. Ich kann den L auch nicht mehr rumholen, dass irgendwas jetzt schlecht ist, wie in Smash 4. Keine Sorge, das wird wieder kommen. Nicht mehr lang. Aber wir das ist der Gordo. Smash-Up sieht ähnlich aus wie in Smash 4 gerade, muss ich sagen. Außer, dass er Inhale Gordon kann. Das ist der Kill. Das ist der Gordo, der lange bleibt, ja. Ah, der hat ja null Knockback irgendwie. Oder was? Ah. Ich glaube, der hat fix Knockback, ja. Also, das ist immer das Gleiche, ist genau. Aber ich bin mir gerade nicht sicher. Und das ist die Random Upbeat gewesen. Das ist ein geiler F-Tit gewesen. Wow. Der F-Tit hat sich komplett verändert. Nicht nur vom Außen, sondern vom Potenzial quasi. Ja, der kann Combo nach oben. Und da hat er die einfach aufgesaugt und zurückgeschleudert. Das ist halt das meine. Oh. Oh mein Gott. Directional Air Dodge into back air. Das habe ich leider nicht gesehen, weil ich dumm und scheiße bin. Ich finde noch alles machbar für Leonard. Oh. Für Cobra. Keine Ahnung, warum Daniel da nichts gekommen hat. Ich könnte mir vorstellen, dass er da Running Upfield machen kann. DDD? Ja, nach seinem Downfall, das sah so aus, fand ich. Okay, die Downbeat, natürlich ordentlich Damage. Wirkt aber schlechter, finde ich. Irgendwie. Und dieser Hintergrund ist auch krass, die ganzen Gebäude da hinten. Okay. Alter, ey, ist das. Wow. Yoshi moved schnell. Oh. Das ist der Random Up Smash leider gewesen. Ein bisschen noch zu greedy. Oh. Oh mein Gott. Ich habe gehört, dass die höher gehen soll, auf jeden Fall auch ein bisschen. Wow. Das ist der Parry gewesen von DNL. Okay, das ist der Kill gewesen, okay. Also die Chance sind noch offen, dass Cobra hier ein Comeback macht. Auf jeden Fall da getauntet, das finde ich sehr, sehr geil. Da muss ich auf 100% gehen, weil sonst. Passt bloß auf, was du sagst. Body, nee. Oder macht er etwa Counter Get Body? Er macht auf K-Rule auf jeden Fall gerade. Aber er ist kein K-Rule. Er ist nur ein DDD. Ja, hi ho. Und noch ist alles offen. Noch ist alles offen. Schön. Oh. Schön Attack Chase. Damage. Ah, okay, die Backer hat's dann auch getan. Das war etwas overcommitted. Beißel spielt gerade da hinten zum ersten Mal überhaupt Smash 5. Und sieht trotzdem sehr glücklich aus. Ich weiß aber nicht, wie das aussieht. Mama. Aber ich bin glücklich, dass Beißel jetzt da ist. Ich bin glücklich, dass Beißel da ist, ja. Sehr gut. Ich habe nie mit ihm Smash 5 gespielt, bis jetzt zocken nur mit ihm eigentlich. Eigentlich für den L. Und Mark sieht fresh aus mit seiner Cap auf jeden Fall. Cap. Ike ist richtig eklig, mal so nebenbei. Ike wird bis am Anfang von Smash 5, die Early Meta, wird Ike auf jeden Fall ziemlich gut sein, denke ich. Yeah. Oh. Weil der zu hart combot und die Nerds viel wenig Lag hat. Ich weiß echt nicht, ob dieses Mic an ist. Leonardo, dieses Mic an ist. Ist das Elgato? Nee, ne? Nein, das ist Mic auf Spider. Ah, okay. Okay, die Frage ist geklärt. Simon ist ein Stück schlauer geworden, hoffentlich. Ja. Und trinkt einfach mal ein Refressen gewünscht. Was war noch? So, die gehen jetzt auf die
Omnigas? Nee, das ist die Hazardless Pokémon Stage. Die wahnsinnig cool. Also da kommen einfach keine Pokémon jetzt, ja? Da werden, es bleibt genauso wie es ist. Die beiden Plattformen sind da und. Oh, Fox, ja. Wir sehen hier einen Fox. Wir sehen hier einen Fox. Schön gecrossed habt das Schild. Hey. So. Launing down air. Launing, Digga, Launing. Ja, ja, los. Das ist der Jab. Jab, okay. Gordo raus. Heute mit dem Upsmash covern oder was auch immer. Ballert echt rein, ja. Das sind die ersten Smash 5 Sachen, die verwirrend sind auf jeden Fall. Das sind Sachen, die man sich sehr gewöhnen muss, finde ich. So scary auf jeden Fall. Ey, Brudi! Ich guck mir was da. Ich guck mir vorhin. Da guck ich. Okay. Jetzt guckt mir ziemlich seitwärts und das ist der Upsmash und das ist nicht der Tod. Oh mein Gott. Wieder Platz frei. Was mir auch gerade auffällt, dass wir noch gar nicht ahnen, so wie die Ceilings sind, wie groß die Stages sind. So. Ist das jetzt so groß wie Omega FD? Wie FD? Keine Ahnung. Good question right now. I really got a question in this moment, yeah. We have to commentate in English now. So, wie wird Fox jetzt killen? Das ist die Frage, weißt du? Das ist die Frage. Er braucht ein Killset oder vielleicht ein Downer zu Upsmash oder sowas. Oder eine Backer. Landing near, ja, dachte ich auch. Das ist ja so komisch mit DDD, dass er einfach einen Upsmash danach macht. Ja, DNL macht es halt auch richtig, er wartet die ganze Zeit jetzt noch und wirft seine Gordos und wartet, bis Fox ihn on Shield angreifen will, aber das bringt halt leider nichts. Nee, man muss es anders spacen auf jeden Fall. Was mich schon ziemlich aufregen würde. Ja. Schön. Oh Mann, das klingt echt nicht wow, ey. Nee. Er macht sein Standard-Abwehr-Gedöns, sein Brawl da mit DDD. Klappt auf jeden Fall gut, deswegen sollte er es auch einsetzen, bis es gepunished wird von mir. Yep. Okay. Jetzt, ich glaube, Cobra hat langsam gecheckt, wie DNL spielt. So ganz langsam. Er kann ihn halt nicht killen. Das ist richtig eklig. Ja, ich habe gehört, dass das Fatties Heavy Chars noch einen Buff bekommen haben in ihrer Heaviness. Mhm. Und es wird sehr, sehr anstrengend sein, solche Chars zu killen, so. Ja, und das war's? Ja, natürlich war's. Die Abwehr ist stärker geworden, hat mir Knockback bekommen. Ja, Fox ist halt auch ein fucking leichter Charakter, ja. Aber Kombos kann er raushauen, das geht nicht mehr. Safe. Das wird die Meta auch irgendwann werken, glaube ich. Das wird so sein, dass es wird so ähnlich sein wie Millie einfach, glaube ich, dass das alles super schnell wird. Durch die Running Tilts kannst du Sachen extensen, also kannst du halt Kombos mitmachen, das ist super gut. So, die Up-Airs. Wo sind die Up-Airs? Da war gerade eben eine und die zweite wurde schon direkt geschirrt. Eine Zeit, wie die funktioniert hat. Oh. Oh, das ist der Tod, okay. Clever. Da hat sich da alle auf das Spiel eingelassen. 200 aber. IQ. Oh Gott, das ist nicht der Tod, aber es war super. Oh, das war es auf jeden Fall. Ja. 2-0 für DNL mit DDD. Da hat DNL auf jeden Fall richtig unfair gespielt und richtig eklig. Wir wissen alle, dass Fox besser ist.